Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Kennt ihr das Problem auch? Ihr startet eure PlayStation, ihr startet Cold War, ihr habt Bock zu spielen, ihr seid auf einer Map, ihr seid auf der Map Kartell, ihr seid auf einer anderen Map, ihr sucht die Gegner, ihr sterbt, ihr guckt in die Killcam und denkt euch, wo zur Hölle war der Gegner? Und dann seht ihr es in der Killcam erst und denkt euch, okay, ich würde dich in 10 Jahren noch nicht sehen. Genau dieses Problem neben Skill-Based Matchmaking, diesem ganz komischen Aim Assist, diesen ganz komischen Bewegungen und habe ich auch. Bis gestern. Drifter hat ein Video hochgeladen, in dem er die beste oder das beste Ausrüstungsstück für jede Waffe hochgeladen hat. Und seine einhellige Meinung, und das habe ich getestet, Leute, ist, dass die Taschenlampe das beste Stück ist, also euer bestes Stück, ne, des männlichen besten Stücks, ist die Taschenlampe, ganz genau. Die Taschenlampe, die ihr als Aufsatz auf die MP5 machen könnt, auf die MX4, auf all die Waffen. Ihr habt bei allen Waffen die Möglichkeit, bis auch beim Messer, glaube ich, und beim Raketenwerfer, eine Taschenlampe auszurüsten. In der Beschreibung dieser Taschenlampe steht nur, dass ihr 40%, 60% Erkennungsdistanz hinzugefügt, entweder wenn ihr durch ZV guckt oder wenn ihr aus der Hüfte ganz normal guckt. Als ich das gestern gesehen und gehört habe, habe ich gedacht, das wäre ein April-Scherz und am Ende des Videos kommt irgendwie die Info von wegen, ja, war nur ein Scherz, Leute, ihr werdet Gegner in Cold War niemals richtig sehen. Und ich habe es probiert und das seht ihr ja auch hier ein bisschen im Hintergrund. Die Taschenlampe ist, egal welche Variante ihr davon nehmt, die beste Aufsatzvariante, die ihr für eure Waffen nehmen könnt, zusammen mit irgendwelchen Aufsätzen, also irgendwelchen Läufen, für erhöhte Schadensreichweite und Projektilgeschwindigkeit. Zu dem Thema komme ich in einem separaten Video, ich habe für euch ganz viel vorbereitet. Die Taschenlampe könnt ihr in verschiedenen Varianten aussuchen. Ihr könnt die nehmen mit 40% Erkennungsdistanz, mit 60% ZV-Erkennungsdistanz. Gegner können euch, egal ob mit oder ohne Lampe, eigentlich gleich gut bzw. gleich schlecht nur sehen. Ihr könnt es mal testen, wenn ihr wollt, mit einem Kumpel. Ich habe es getestet, ihr seht es auch ein bisschen. Die Taschenlampe revealed, also zeigt eure Position nicht allzu sehr. Auf Kartell zum Beispiel seht ihr durch die Büsche mit der Taschenlampe und bekommt, wenn ein Gegner in den Büschen ist, auch noch den roten Namen und eine rote Punktmarkierung vom Gegner. Das bekommt ihr ohne die Taschenlampe nicht und dafür müsst ihr nicht mal auf den Gegner zielen, ihr müsst nur mit der Waffe aus der Hüfte in die Richtung gucken. Das heißt, für jeden von euch ist eigentlich jetzt die erste Aufgabe, lasst gern Like auf dem Video. Die zweite Aufgabe, teilt das Video, lasst gern ein Abo da, wenn ihr neu seid. Die dritte Aufgabe, macht euch eine Klasse. Für Kartell, nur für Kartell, eine MP-Klasse, eine Sturmgewehr-Klasse, meinetwegen eine LMG-Klasse, wenn ihr haben wollt, mit einem Aufsatz, sprich mit der Taschenlampe da drauf. Es gibt auch eine Taschenlampen-Variante, da steht, ihr bekommt 60% ZV-Distanz, das heißt, wenn ihr im Ziel seid oder im Visier, könnt ihr 60% weiter gucken. Diese braucht ihr gar nicht, ihr könnt die einfachste erste Taschenlampe nehmen, ich habe es getestet. Alle Taschenlampen haben die gleiche maximale Distanz, auf der ihr Gegner erkennen könnt damit. Ihr bekommt einmal den roten Namen darüber auf die Entfernung. Wenn ihr drauf zielt, bekommt ihr den roten Punkt plus den roten Namen davon. Und ihr könnt die Gegner across the map sehen. All die Probleme, die wir mit Spieler Visibility haben, sprich, die Gegner sehen eigentlich aus wie irgendwelche Wände, sehen aus wie die Map, zum Beispiel auf Kartell, sind in den Büschen, liegen in den Büschen. Ihr könnt mit dieser Taschenlampe auf den Waffen die Leute sehen und ich finde es immer noch unglaublich, dass ich das vorher nicht habe. Ich habe den Aufsatz gesehen und habe gedacht, was für ein Schwachsinn ist das denn? Und das Licht, was ihr habt, mit dem Licht könnt ihr wirklich durch die Büsche bei Kartell gehen und könnt euch die Leute schnappen. Das heißt, wenn ihr jetzt der Auffassung seid, ihr könnt es ja gerne mal probieren. Ich habe die anderen Sachen auch alle probiert. Ich habe die Helligkeit auf der PlayStation hochgestellt. Ich habe die Helligkeit auf der PlayStation runtergestellt. Ich habe die Helligkeit im Game hochgestellt. Ich habe sie runtergestellt. Ich habe die Helligkeit und den Kontrast an meinem Monitor, an meinem Gaming-Monitor hochgestellt, runtergestellt. Ich habe mich weiter weggesetzt vom Schreibtisch, vom Rechner. Ich habe mich näher dran gesetzt von der Konsole. Ich habe alles probiert, was ich konnte, um herauszufinden, warum ich Gegner so schlecht sehe. Bis ich festgestellt habe, das Game ist einfach so entwickelt worden. Ich
muss damit leben. Und die Taschenlampe, Leute, ich garantiere es, ich stehe mit meinem Namen dafür. Ich habe es getestet, ist euer bester und größter Helfer dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, heute nur die kurze Info, aber ich glaube, für den besten Aufsatz im Game kann man es auch mal kurz halten. Lasst gern ein Like da, lasst gern ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.